Also gut, wir schieben es mal nicht länger hinaus. Trümmerfeld, hier kommen wir. Voller Einsatz. Ja, endlich mal wieder ins Trümmerfeld. Da waren wir lange nicht mehr. Sehr trümmerig. Liams Plünderer Trümmerfeld. Mehrere unregelmäßige Flugbahnen legen nahe, dass das Feld durch wiederholten Abwurf von Müll entstanden ist und nicht durch ein einziges explosives Ereignis. Signalstörungen und planetare Hintergrundstrahlung verhindern präzise Scans. Es ist durchaus möglich, dass eines oder mehrere Schiffe hier unentdeckt bleiben können. Aha. Möchten Sie zu der Mission aufbrechen? Oh ja, das möchte ich. In der Tat. Natürlich nehmen wir Liam mit und Cora auch. Ja, gute Wahl. Okay, wir können gehen. Okay. Irgendwohin. Die Texturen an deiner Rüstung müssten mal schneller laden. Ich kümmere mich darum. Irgendein Zeichen von den Piraten, die meinen Kontakt verschleppt haben? Wir haben zu viel Hintergrundstrahlung. Da draußen kann sich alles Mögliche verstecken. Ein Elefant zum Beispiel. Das passt. Es sollen Plünderer sein. Ich hatte gehofft, Bradley oder welche von unseren Kolonisten würden nachkommen. Mitkommen. Wir arbeiten mit dem, was wir haben. Wie lautet der Plan? Irgendwo da draußen gibt es ein Schiff voller Piraten. Sie haben vielleicht unsere Spezifikationen. Dank vielleicht. Ihnen. Vielleicht. Und dank ja, Ihnen. Dank mir. Also können wir nicht frontal angreifen. Also würde ich auf Ihre Plünderernase spekulieren. Mit den Trümmern. Ich erkläre es in der Luftschleuse. Wir haben genug Zeit vergeudet. Ich sage, wir ziehen los, erschießen Piraten und retten Leute. Das klingt nach einem guten wir Plan. Wir kriegen das hin. Aber was genau ist dein Plan? Okay, ich bin dabei. Was immer wir jetzt auch machen. Ja, ich dachte schon, dass... Moment, was? Also, na klar. Ja, verdammt. Ja, wenn wir verdammt. Es richtig anstellen, bringen sie uns genau dahin, wo wir hinwollen. Sollen wir uns als Trümmer tarnen? Und warten, bis sie uns einsammeln? Wahrscheinlich ja. Das ist sicher der Plan. Wir legen uns einfach kurz hin da draußen und sagen, hey, wir sind Trümmer. Sammelt uns doch ein, wir sind wertvolle Trümmer. Mir gefällt dieser Plan nicht, Liam. Was ist schlecht daran, sich in zurückgelassener Fracht zu verstecken und mitgenommen zu werden? Gut, wir wissen nicht, womit wir es zu tun haben. Die aber auch nicht. Trojanisches Pferd, ganz einfach. Wir sind ein trojanisches Wiesel. Die Griechen mussten sich keine Sorgen darum machen, ob es in Troja Luft gibt. Zack. Luft. So einfach ist es. Oh, das ist nicht gut. Liam, Sie sprachen von Piraten. Das ist ein Kettschiff. Oh oh. Ein großes. Kleine Planänderung vielleicht? Naja, wir müssen immer noch alles erschießen, oder? Doch eigentlich ganz. Okay, es ist ein Kettschiff, aber. Easy. Die plündern doch sonst nicht. Alarm, Liam. Das ändert nichts daran, warum wir hier sind. Verand finden und abhauen. Irgendwie. Alarm, Liam! Ich weiß, das sind Dinge, die wir scannen können. Eine Kettwinde? Eine Kettackerwinde wahrscheinlich. Ausgeschlachtetes Shuttle. Sam, das ist... Die Sprache der Angara, Pathfinder. Okay, also keine Kette in Angara. Das sind deine Drecksensoren. Talonpirat. Das ist gar kein Cat. Also haben die das Cat-Schiff nur... Die Piraten haben das Cat-Schiff übernommen, so wie es aussieht. Interessant. Recht interessant. Dieses Schiff wird definitiv nicht von Cat gesteuert. Ausschalten! Hey, schießt du auf der Seite auf mich? Von der Seite auf mich? Da hab ich nicht drum gebeten. Ora, du musst mal aus dem Weg gehen, wenn ich auf Piraten schieße, sonst treffe ich dich noch. Das wollen wir doch nicht. Was ist da unten los? Ah, alles super. Klingt, als könnten wir ein paar Antworten kriegen. Im Frachtraum ist alles bestens, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Es gab nur leichte Probleme mit einer Gasleitung, genau. Da ist eine Gasleitung explodiert, aber alles super. Was haben wir hier? Ah. Natürlich können wir noch Zeug mitnehmen. Es sind immerhin Piraten. Was haben wir denn hier? Die Dinge gehortet haben. Und an diesen gehorteten Dingen kann ich mich bedienen. Hallo?
selber hallo. Ich komme gleich zum Funk. Ich will mich erstmal umgucken. Nicht, dass ich irgendwas verpasse. Da müssen die Piratis halt einen Moment Geduld haben. Hier ist die Tür zu. Hier auch. Da ist die Konsole. Ich mach gleich Konsole. Was haben wir hier? Irgendwas? Keine Ahnung. Oh, hier kann man nach draußen gucken. Hallo? Das ist ja schön. Da sieht man ein paar Asteroiden oder so. Hier ist aber auch kein Behälter mehr. Und hier? Bisschen Munition, aber die ist eh voll. Die Munition ist aus Efeu, genau. Okay, gut, dann gehen wir mal zum Funkapparillo und funken. Obwohl, da unten ist noch eine Tür. Die ist aber zu. Schade. Okay, jetzt können wir funken. Da muss ich halt immer erstmal genau umsehen. Da hätten sich ja auch noch irgendwelche Dinge verstecken können. So. Zum letzten Mal meldet euch. Wenn ihr die Buchttore wieder demoliert habt, mache ich euch fertig. Soll ich ihn anlügen? Ich probiere es einfach mal. Alles unter Kontrolle. Nur eine simple Waffenfehlfunktion. Und bei Ihnen? Was soll das? Schalt auf die Buchtkameras. Na, dann geht's raus. Nur eine simple Waffenfehlfunktion. Blinde Passagiere, dieses Schiff ist Eigentum des Tail and Wing. Und jetzt sind nicht mehr auch lange. Sie unser Eigentum. Genau wie der Rest. Und von meinem... Gib mir auf den Keks. Das führt zu nichts. Was jetzt? Erschießen wir die Piraten und retten ihren Kontakt? Versuchen wir es mal. Sie ist hier. Irgendwo. Ob sie das Ding geborgen haben? Was für ein Ding? Sie sind keine Cat. Sam, hast du uns? Nicht die exakte Position, Pathfinder. Trümmer und Strahlung stören die Scans. Verdammte Trümmer, verdammte Toll, Strahlung. Was jetzt? Wir müssen Varan finden. Hier lang. Okay. Wenn du den Weg kennst. Nicht hier lang. Nicht hier lang. Okay, da lang. Hier lang, nicht hier lang. Kämpfen wir uns bis zu der Tür, durch die sie reinkamen. Sind wir sicher, dass die Gefangenen dort sind? Irgendwo müssen sie sein. So, da kommen natürlich noch mehr. Ich habe von diesem Kellert und seinem Wing schon gehört. Soll ein kleiner Fisch sein. Das Schiff sagt was anderes. Ein Zufallsfund? Schwere Gegner voraus. Die findest du schwer? Ich fand die eigentlich ganz easy. Da kommen noch mehr. Die kommen super clever direkt auf mich zugestürmt. Oh, hinter mir sind auch was, welche. Sag doch was, Mensch. Das ist Ausrüstung von Varans Außenposten. Wir wissen nicht mal, ob sie noch lebt. Halten Sie den Mund! Wer ist da unten? Da ist ein roter... Ach, direkt unter mir! Bleib einfach liegen, alles wird gut. Kannst du mal stillhalten? Das muss es sein. Zu der Tür! Zu dieser Tür? Bist du sicher? Hier ist gar nichts. Oder meinst du eine andere Tür? Wahrscheinlich meint er eine andere Tür. Welche Tür meinst du denn? Da vorne? Ja, die scheint er zu meinen. Okay. Die Tür ist verschlossen. Können Sie sie an der Konsole öffnen? An dieser? Ich probiere es einfach mal aus. Na los, wir müssen Varan finden. Wir wissen noch nicht mal den Weg. Irgendwas muss doch mal klappen. So läuft das, wenn man aus den richtigen Gründen ein Risiko eingeht. Reiß dich zusammen. Spind verbeult, der Rektor wird sauer sein. Das hier ist kein Witz. Ich habe uns blindlings hier reingeführt. Wir haben keine Orientierung und von nichts eine Ahnung. Und jetzt bekämpfen wir so ein Arschloch, das alle versklaven will, als ginge die ganze Andromeda-Scheiße von vorne los. Die Bucht ist verriegen. Es geht hier nicht um die Initiative. Wir sind hier, um zu helfen. Und wieso verteidige ich eigentlich Ihren Plan? Keine Ahnung. Ich lasse mich nicht ignorieren.
Sag ich doch, ein Arschloch. Das reicht. Lasst sie raus. Aber Kellet, wir... Niemand ignoriert mich. Doch, ich. Was für ein Arsch. Oh oh. Oh oh. Das ist überhaupt nicht gut. Oh oh. Können wir irgendwie... Shit. Liam. Halt mich. Schluss damit. Oh, was kommt da denn? An die Zugangspunkte, los! Bradley! Oh yeah! Brauchen Sie Hilfe? Augie, das nenne ich Timing! Bradley, komm zu Hilfe! Was könnte schöner sein? Wir wären früher gekommen, wussten aber nicht, wie wir helfen könnten. Siedler sind keine Soldaten. Aber ein Schiffswrack mit mieser Abschirmung? Techniker haben wir, Junge! Oh, ein Spannungsstoß! Lässt dir mal keine Störungen. Ich alles dreht sich! Oh oh. Liam, Pathfinder, alles okay? Alles super. Die Gravitation ist so ein bisschen... Ja, uns geht's gut. Wir standen nur kurz auf der Kippe. Jemand muss im Maschinenraum die Gravitation reparieren. Mach ich's eben selbst. Ach komm, Türen. Okay, der Kapitän ist nicht begeistert von der Sache. Kümmern Sie sich um den Kampf, Liam. Finden Sie Verant. Da geht's tief runter. Beziehungsweise zur Seite. Oh Mann. Okay, hier ist alles ein bisschen durcheinander. Sam? Es ist schwierig, hier ein Prädiktionsmodell zu erstellen. Wände sind keine Böden. Ich fühle mit dir. Es ist ein bisschen verwirrend gerade. Wir versuchen uns mal... Boah. Ich wusste, dass sie kommen. Hier umzugucken. Ich wusste, sie würden einen Weg finden, in den Kampf einzugreifen. Liegt hier alles auf dem Fenster rum, ob das gut ist? Gesagt. Das war ein Moment der Schwäche. Oh Mann, oh Mann. Okay, erstmal versuchen hier, müssen wir da hoch? Wohin? Klettern Sie darauf. Die Drehung hat uns einen neuen Ausgang verschafft. Da. Wir haben okay. Ja richtig Glück, Liam. Orientierung ist schwierig hier drin. Ich sag's nur nochmal. Aber hier ist eine Tür. Oder sind Typen hinter? War ja klar. Also kein Vorteil. Wachsam bleiben. Immer wachsam bleiben. Können wir die Gravitation irgendwie wieder zurückdrehen? Das ist nicht so verwirrend. Ich dachte, das sei eine kleinere Gruppe von Piraten. In so einem Schiff kriegst du Rekruten ohne Ende. Ich hab auch Bock auf Rekruten ohne Ende, ehrlich gesagt. Kämpfen Sie mit ihm darum. Meldung. Cat-Basis mit angaranischem Flickwerk. 40% Funktionalität. Höchstens. Teilweise ausgeschlachtet. Ausgeschlachtet und dann entsorgt. Ein Schrottkasten. Ein Schrottkasten. Wir sind also tatsächlich zufällig auf ein altes Cat-Schiff gestoßen irgendwie und haben das halb ausgeschlachtet und halb wieder flott gemacht. Eigentlich gar keine so üble Idee, wenn man ein Schiff baut. Oh oh. Dann stecken wir jetzt unwiderruflich drin. Das Positive da ist aber ein Behälter, guck mal. An uns heranschleichen kann. Ja, und wir haben einen Behälter gefunden. Allein das war es wert. Okay, ich schätze, hier müssen wir nach oben. Zum Glück haben wir unseren geilen Jetpack. Sonst hätten wir echt Probleme hier. Sackgasse hinter der Tür. Oh, schade. Es muss einen anderen Weg geben. Hinter uns! Da oben. Da sind so komische Lamellen. Da waren so komische Lamellen. Habt ihr auch gesehen vorhin, ne? Wie kommen wir da rauf? Klettern! Moment, da ist eine Entlüftung. Die können wir sprengen. Eine Entlüftung sprengen, natürlich. Verant hat es erwähnt. Wie gesagt, sie studiert Tech. Kletterei. Da. Aber die Jalousien öffnen. Kaum zu glauben, dass sie so ein großes Schiff verstecken konnten. Das liegt an der Strahlung und den Trümmern. Jeder halbwegs vernünftige Mensch macht darum einen großen Bogen. Aha.
Da unten scheinen jede Menge Feinde zu sein. Muss ich da runter? Achtung, sie kommen zunehmend besser zurecht. Okay. So macht man das. Ich hole mal meinen Robo zur Hilfe. Feiner Robo, schieß mal auf meine Feinde da unten. Und dann gucken, was mit der Tür da vorne ist. Wenn wir da überhaupt hinkommen. Sie kämpfen. Nee, da kommen wir nicht rein. Ich muss eh nach unten. Okay. Dieser Ort macht ihn zu schaffen. Gut, gleiche Voraussetzungen für alle. Von draußen macht den Unterschied. Das hast du jetzt davon, du schildentziehender Piratenarsch. Schildentziehender Piratenarsch. Den Scharfschützen hätten wir. Kümmern wir uns. Pathfinder, Grace arbeitet an der Abregelung. Danke für die Chance. Sehen wir uns mal ein paar Daten an. Sehen Sie eine Steuerzentrale oder Konsole in dem Raum? Ihr Sam soll mir einen Scan davon schicken. Steuerzentrale oder Konsole? Eine Spielkonsole oder so? Steht irgendwo eine Xbox rum? Da oben oder? Moment. Ist das da oben? Muss ich dafür hoch? Oh. Oh nein, daneben gesprungen. Oh, jetzt gucke ich erst hier unten nach. Ich glaube, hier ist auch eine Wasserleitung irgendwie gebrochen. Die Tür, die ist kaputt. Oder halt einfach nicht zu öffnen. Hier kann man noch rauf. Da, warte. Ja, super sportlich. Ah, das sieht vielversprechend aus. Da, eine Konsole. Sende Scan-Ergebnisse. Dachte ich mir. Kellet hat die Energie umgeleitet. Kein Problem. Kein Problem. Hier sind zwei Zugangspunkte, zu denen Sie gehen müssten. Ich synchronisiere alles, wenn Sie sie aktivieren. Okay. Okay. Vorwärts, Team. Null Problemo. Konsolen aktivieren, um den Technikern Zugriff zu gewähren. Gut, gucken wir mal, wo die sind. Eine ist hier. Oh, Systeme Talon Betriebsoverride. Kellet Gerting. Beginn des Logs. Ihren Müll ausschlachten, aber die Strahlung hier muss es gegrillt und vom Kurs abgebracht haben. Das hier bedeutet Macht. Ist doch egal, wenn die Hälfte davon verstrahlt ist und es ist immer noch 100-mal besser als das Schiff, das wir hatten. Ja, du hast recht, wir bekämen eine Menge dafür, wenn wir es verkaufen würden. Und danach würden wir als Plünderer weitermachen wie Tiere. Schussgeräusche. Oder wir töten damit alle, die uns je schlecht behandelt haben. Bist du dabei? Dann bring die obersten drei Fehlfunktionen in Ordnung. Mehr brauche ich nicht. Zum ersten Mal habe ich Macht. Schiff Regaricas 3, Neustartbericht. Status außer Betrieb. Ausfall Lebenserhaltung, Ausfall Antriebskern, Ausfall Waffen, Ausfall externe Sensoren, Ausfall interne Sensoren, Ausfall Abbruch. Es ist also alles ausgefallen. Sehe ich das richtig? Erzielt. Der nächste. Und so haben sie sich das Schiff unter den Nagel gerissen. Der Typ hat dieses verlassene Schiff wieder flott gemacht und verschwendet es jetzt mit Raubzügen? So sieht's aus. Nicht jeder will wirklich was aus sich machen. Ich meine, was bedeutet das schon, was aus sich machen? Das ist ja jeder, das entscheidet ja jeder selber. Navigation, Talon Betriebsoveride. CAT Steuerungsinterface mit angeranischen Komponenten. Ich registriere angeranische Shuttle-Protokolle, okay. Daten Override Abschussliste. Yaran tot. Vergeltung, weil er mich aus seiner kleinen Händlergruppe geworfen hat. Hätte gerne sein Gesicht gesehen. Habe für Kapitulation kurz pausiert und dann gerammt. Hecksteuerung verloren. Dero Wonak tot. Seine dämliche Gruppe hielt sich immer für was Besseres. Konnte sich nie meinen Namen merken. Jetzt ist es zu spät. Waffeneinsatz hat Kern belastet. Fragezeichen.
die drei Fragezeichen tot. Wer war das? Egal, habe gedroht, seine Crew zu erschießen, wenn er den unabgeschirmten Kern nicht repariert. Aber trotzdem geschossen. Talents meckern, dass sie Arbeiter brauchen. Okay, dann wird jetzt eben gesammelt. Days plus Crew, Aliens. Sehr geschickt, vielleicht Lösegeld, brauche Gravitationssteuerung. Verand plus Crew, schon von ihr gehört. Lösegeld, vorher Reparaturen. Okay, sie haben die Leute also eingesammelt, um sie zur Reparatur zu zwingen. Datenoverride Handelsliste. Bergungsoperation, brauche Panzerung. Handel abgebrochen, Triebwerk repariert. Handel abgebrochen, Triebwerk repariert. Handel abgebrochen, das Schiff muss funktionieren. Okay. Soll das Sinn ergeben? Sieht gut aus. Abriegelung wird gleich aufgehoben. Sehr gut. Und wir wissen ja ein wenig über diesen Kellet. Der Typ ist extrem reizbar. Und dieses Schiff hat ihn definitiv gefährlich gemacht. Ich kenne die Sorte. Kleiner Mann, große Knarre. Ja, ich habe kennt Zugriff die Sorte auf nicht. Das bestehende Sicherheitssystem. Sehr gut. Türsteuerung und Kameras. Westy, schon dabei. Behalten Sie die Monitore im Auge. Da ist Verand. Und was soll das? Sie haben auch Menschen eingesperrt. Ihre Zeiteinschätzung war falsch, Liam. Kellett wollte die Initiative nicht bald angreifen. Er hat es bereits getan. Pathfinder, wir müssen das beenden. Meinst du? Ich arbeite daran. Zu den Gefangenen durchkämpfen. Da hinten irgendwo. Okay. Ah, jetzt ist hier die Tür auf. Sehr gut. Hallo, Robo.